Hi, mein Name ist Simon und ich bin Orga-Mitglied bei Fridays for Future Karlsruhe. Also wir organisieren die Streiks und so weiter. Und heute habe ich bei der Karlsruher Jugendkonferenz mit einigen Leuten geredet, zum Beispiel über Photovoltaik. Da sind auch produktive Dinge bei rumgekommen. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, dass man, wenn Photovoltaik nicht möglich ist, Begrünung auf den möglichen Dachflächen oder Anbauflächen machen könnte. Und wir haben natürlich auch viel Neues erfahren. Zum Beispiel hat Karlsruhe 2012 Richtlinien erlassen, dass auf jedweglichen Neubauten oder auch auf Renovierungen Photovoltaik verpflichtet ist. Und es ist uns eben ein sehr wichtiges Thema, weil es nicht nur um darum geht, grünen Strom zu produzieren, sondern auch um Energieeffizienz. Und gerade in Deutschland sind wir auch ein Vorreiterland, was die Photovoltaik betrifft, wodurch es halt hier nochmal eine besondere Frage ist. Und Stichwort Amortisierung, es zahlt sich ja auch nach einer Zeit wieder aus. Dann in der zweiten Runde ging es um Fridays for Future an sich, um die Bewegung und um Repression. Da ist leider nicht allzu viel bei rumgekommen, weil das halt schon in der ersten Runde das Thema war und dort schon sehr viel besprochen wurde. Aber im Grunde genommen ging es wieder um das übliche Stichwort Schwänzen, was wir halt vermeiden wollen im Grunde genommen. Denn unsere Bewegung wird immer nur darauf denunziert und wir sind einfach, wir wollen für unsere Forderungen stehen und nicht dafür, dass bestimmte Leute denken, wir tun das nur, um irgendwie die Schule ausfallen zu lassen. Denn es ist uns wichtig, dass sich am Klimawandel, beziehungsweise dass der Klimawandel ausgebremst wird, komplett verhindert wird natürlich. Und wir haben bestimmte Forderungen und es geht nicht darum, dass wir schwänzen. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Danke.